Hi und willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Strelitz. Immer noch aus meinem Wohnzimmer, das auch weiterhin direkt auf einem Permafrostboden gebaut wurde. Und da der immer weiter abtaut, versinkt nun mein Wohnzimmer im selbigen. Deshalb kann es sein, dass ich gegen Ende dieser Show auf Höhe des Erdkerns bin. Jedoch heißer als mein Hintern kann der auch nicht sein. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf den Permafrostboden. Die drohende Klimakatastrophe zeigt sich nicht nur mit immer mehr werdenden Überschwemmungen, sich weiter vergrößernden Wüsten, einer Hurrikansaison von Januar bis Dezember oder mit dem Leben in Hannover, sondern dadurch, dass es immer wärmer wird, tauen auch nach und nach die Permafrostböden auf. Permafrostböden entstehen vor allem in kalten Klimazonen und Hochgebirgen, in denen die Bodentemperatur mindestens 2 Jahre lang immer unter 0 Grad geblieben ist. Der Permafrostboden besteht zudem aus Sedimenten, Erde, Gestein und der Biomasse von toten Tieren und Pflanzen. Allerdings jetzt nicht Friedhof der Kuscheltiere bzw. Kuschelpflanzenmäßig, sondern diese Überreste sind dort schon 10 oder auch 100.000 Jahre lang dort eingefroren. Außerdem ist ein Permafrostboden in etwa so hart wie Beton und kann genau wie dieser benutzt werden, um darauf Straßen zu bauen oder ganze Städte wie in Sibirien. Momentan befinden sich unter knapp 25% der Landfläche der nördlichen Hemisphäre noch Permafrostböden. Noch, denn dank der Klimakatastrophe wird es in diesen Regionen immer wärmer und der Permafrostboden taut langsam auf. Mit jedoch katastrophalen Konsequenzen. Viele Dörfer und Städte wurden auf Permafrost gebaut, in der Annahme einer soliden Grundlage. Durch den Rückgang kann eine Verlagerung und Verschiebung des Bodens erfolgen. Die Infrastruktur wird beschädigt oder sogar zerstört. Im Gebirge und in Hanglagen erhöht der tauende Permafrost das Risiko von gefährlichen Steinschlägen und Erdrutschen. Heilige Scheiße! Erstmal, weil scheinbar die Macher von South Park nun auch Katastrophenanimationen machen. Oh mein Gott, sie haben Kenny im Permafrostboden getötet! Aber auch, weil vor allem das Abtauen und das damit verbundene Absacken des Landes nicht irgendwo in einem Wald passiert, ohne dass das jemand bemerkt, sondern wie hier in Sibirien in extra großem Ausmaß. Ein Erdloch, das die ganze Landschaft prägt. Einen Kilometer breit und 100 Meter tief. Der Batagai-Krater ist der größte Permafrostkrater der Welt und er wächst. Das hier war einmal eine kleine Rinne. In den 1960er Jahren wurde hier Wald gerodet. Der vereiste Boden war damit nicht mehr von den Bäumen geschützt. Die vielen Schichten bestehen aus Resten von Pflanzen und Tieren aus Hunderttausenden von Jahren. Nur als ob das nicht schon schlimm genug wäre, ist die Reaktion des lokalen russischen Umweltamtes auf dieses Loch noch viel krasser. Obwohl das Eis ständig schmilzt und der Krater wächst, macht sich die regionale Umweltbehörde keine großen Sorgen über die steigenden Temperaturen. Ich beobachte, dass der Krater jedes Jahr um etwa 10 Meter wächst. Sorgen macht mir das keine. Die Natur und die Einheimischen werden sich an die Veränderungen schon anpassen. Aber hey, Menschennatur, komm schon damit klar, dass das Loch irgendwann mal die Stadt in den Abgrund reißt. Aber hey, dann leben wir halt da unten. Wir haben in Russland schon Schlimmeres überlebt, wie zum Beispiel den Macarena. Nur 10 Meter pro Jahr sind nicht gerade wenig. Okay, ist man Godzilla, da sind 10 Meter Wachstum im Jahr noch recht wenig, gerade wenn King Kong 15 Meter im Jahr wächst. Aber für ein sich ausbreitendes Loch ist das, sagen wir mal, suboptimal. Sicherlich haben wir mit Hannover ein ähnliches Loch hier bei uns, aber da ist es okay, weil Hannover. Nur dürfen wir auch wieder nicht vergessen, dass in Permafrostböden noch eine weitere, viel gefährlichere Sache lauert, als nur das Auftauen und dem damit verbundenen ganze Städte in den Untergrund reißen. Denn im Boden lagert seit tausenden von Jahren die Biomasse von Tieren und Pflanzen. Der Permafrostboden ist dabei quasi ein riesiger Tiefkühler. Aber dadurch, dass nun die Permafrostböden langsam auftauen, passiert dasselbe wie bei einem Kühlschrank, wenn er nicht an den Strom gesteckt ist. Die gefrorene Biomasse fängt an zu verrotten. Im Kühlschrank sind das dann alle Produkte von Bofrost,
die auch, egal wie sie heißen, nur eine undefinierte eingefrorene Biomasse sind. Aber im Permafrostboden werden nun die Reste von Tieren und Pflanzen von Mikroorganismen abgebaut, die dann dabei das produzieren. Gelangt Kohlendioxid oder Methan in die Atmosphäre? Kohlendioxid und Methan sind Treibhausgase, die zu einer Erwärmung der Atmosphäre beitragen und die globale Temperatur erhöhen. Infolgedessen wird das Tauen des Permafrosts beschleunigt. Das führt zu einer sich selbst verstärkenden Rückkopplung, der sogenannten Permafrost-Kohlenstoff-Rückkopplung. Die Permafrost-Kohlenstoff-Rückkopplung ist irreversibel. Heilige Scheiße! Zwar kommt es dank des wärmeren Klimas zu stärkerem Wachstum von Bäumen und Pflanzen, aber diese würden trotzdem nicht ausreichen, um das CO2, das aus den abgetauten Permafrostböden kommt, abzubauen. Jetzt aber das große Aber, denn zufälligerweise haben wir direkt am Rand der weltweiten Permafrostböden eine riesige Waldfläche stehen, nämlich den sogenannten borealen Nadelwald. Und wenn der dir jetzt nichts sagt, dann hast du den trotzdem jeden Tag in deiner Hand. Nein, nicht die aus ihm geschnitzten Fackeln und Mistgabeln, um wieder einmal Jens Spahn aus der Stadt zu jagen, sondern in Form von Toilettenpapier. Das besteht aus Bäumen des borealen Nadelwalds. Und dieser wird auch als die linke Lunge der Erde bezeichnet. Dementsprechend sollte das zusätzliche CO2 dem doch keine Probleme machen, oder? Bäume fällen für Taschentücher und Toilettenpapier. Kahlschlag im großen Stil. Der boreale Nadelwald erstreckt sich über fast die gesamte nördliche Halbkugel. Von Alaska über Skandinavien bis Sibirien. Zellstoff aus ökologisch wertvollem Urwald. Als WC-Papier oder Taschentuch nur für Sekunden im Gebrauch. Und unser Horten von Toilettenpapier letztes Jahr hat das nicht gerade besser gemacht, sondern seitdem wurde noch mehr vom borealen Nadelwald abgeholzt. Okay, damit fällt die linke Lunge der Erde aus beim Binden des CO2 aus dem Permafrostboden. Aber wir haben ja noch die rechte Lunge der Erde mit dem tropischen Regenwald. Der ist sogar um ein Vielfaches größer als der boreale Nadelwald. Dann kann der ja nun in die Bresche springen und uns alle retten, oder? Wie sieht es also im Amazonas aus, dem größten Teil des tropischen Regenwalds? Verbrannte Erde. Der Regenwald im Amazonasgebiet, vielerorts in Asche. Fast 80.000 Einzelbrände allein in Brasilien. Die meisten wegen illegaler Brandrodung. Der Regenwald muss der Wirtschaft weichen. Sie braucht Weideflächen für Rinder und Ackerland für den Sojaanbau. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro zögert, Löschtruppen zu schicken. Die Feuerwehr rückt erst nach internationalem Druck aus. Heilige Scheiße! Dann scheidet die rechte Lunge also auch aus. Haben wir noch irgendein Organ, das CO2 in Sauerstoff umwandelt? Was macht eigentlich die Gallenblase den lieben langen Tag über? Oder der Appendix? Beide könnten auch mal ein bisschen mehr dazu beitragen, dass wir nicht morgen in einer Mad Max-Welt leben müssen. Und warum wird der Amazonas abgeholzt und abgefackelt? Für neue Flächen, um nun dort Soja anzubauen und mit dem Soja dann die Viehzucht anzutreiben, die uns in Europa so viele leckere südamerikanische Steaks beschert. Oder es wird die andere große Umweltsünde, Palmöl, angebaut, damit wir in Europa weiter Nutella futtern können oder die Schokolade noch billiger wird. Nur das Abtauen des Permafrostbodens passiert eben nicht nur im weit entfernten Sibirien, das komischerweise bis heute noch keine positive Reisewerbung fabrizierte, sondern auch hier mitten bei uns. Also nicht in Berlin, weil hier ist es viel zu heiß dafür, vielmehr auch vor unserer Haustür in den Alpen, wie zum Beispiel in der Schweiz. Die jüngsten Messungen diese Woche im Gorvatsch zeigen, die Temperaturen in rund 20 Metern Tiefe steigen an. Das hat Folgen. Wenn das Eis im Boden schmilzt, bewegen sich die Gesteinsmassen immer schneller. Dies zeigt dieser Zeitraffer eines Blockgletschers bei Evolene im Wallis deutlich. Bis zu 2 Meter pro Jahr bewegt er sich vorwärts. Auch Murgänge oder Felsstürze wie 2017 in Bondo können die Folge sein von solch instabilem Gestein. Ich komme heute kaum raus aus dem heilige Scheiße sagen. Nun könnte man natürlich meinen, dass das mit dem Problem beim Permafrostboden etwas vollkommen Neues ist und man dementsprechend total überrascht davon sein könnte. Genauso
wie wenn Jens Spahn auf einmal ein Baby im Arm hält und es sanft wiegen würde, wäre man ganz schön überrascht. Aber leider dient das sanfte Wiegen bei Jens Spahn nur dem Dekantieren des Babys, bis er es mit einem Happen verschlingt. Infolgedessen sind die Gefahren des Abtauens des Permafrostbodens in den Bergen und die daraus folgenden Schlammlawinen, auch Murgang genannt, eben wieder nicht so neu. Denn bereits 1992 hatte der SFR darüber berichtet. Auch bei starkem Regen ist der gefrorene Hang stabil. Jetzt wird der Hang aufgetaut. Ein starkes Sommergewitter setzt die Mur in Bewegung. Die Folgen sind verheerend. In der ganzen Schweiz gingen bei den 87er Unwettern weit über 600 Murgänge nieder. Und in demselben Beitrag wurde auch darauf hingewiesen, dass das Abholzen des Amazonas langfristig ein kleineres Problem werden könnte. Und wir haben die knapp 30 Jahre seitdem super damit verbracht, es schlimmer zu machen. Ein weiteres Abtauen des Permafrostbodens zu verhindern, ist kaum mehr möglich, weil es immer wärmer wird. Und wir reden hier nicht von 10 oder 20 Grad, sondern es reichen schon 0,2 bis 0,8 Grad aus, um in Bergen Murgänge auszulösen, wie 1987 in der Schweiz. Oder ein kilometergroßes Loch in die Botanik zu reißen, wie in Sibirien. Zwar gibt es einzelne Versuche, den Permafrostboden zu retten, wie im sibirischen Pleistozänpark, in dem dort Pferde angesiedelt werden, die im Winter die Schneedecke aufreißen, unter anderem bei der Futtersuche, um damit die Kälte in den Boden wieder kommen zu lassen. Aber alle unsere Klimaschutzziele helfen den Permafrostböden nichts. Denn auch eine Welt, die sich nur um 2 Grad anstatt 3 Grad erwärmt, ist eine verfickte Welt, die immer noch 2 Grad zu warm ist. Und bereits 2011 ging eine Studie der University of Colorado davon aus, dass bis 2200 etwa 2/3 der Permafrostböden der Welt aufgetaut sind. Nur 10 Jahre später haben wir nicht gerade viel getan, um das zu verhindern. Außer seitdem jedes Jahr weitere 6 bis 8 Millionen Hektar vom tropischen Regenwald abzuholzen oder abzufackeln. Das sind in den 10 Jahren Flächen in der Größe von 2 Deutschlands, Mallorca inklusive, Hannover nicht. Und dabei stecken um die 250 Milliarden Tonnen klimaschädlicher Treibhausgase in den Permafrostböden. Die Klimakatastrophe kommt nicht erst in 1 oder 10 Jahren. Die Klimakatastrophe ist schon längst hier bei uns angekommen. Und das Auftauen der Permafrostböden ist nur die Spitze des Eisberges. Eines Eisberges, auf dem wir nicht mit halber Fahrt zufahren, sondern mit voller Kraft. Das war's wieder von der Show für heute. Aber keine Sorge, wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit einer neuen Ausgabe der Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen!